Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3. Echtzeitstrategie, ach nee. Würdevolle Verbeugung, Echtzeitstrategie, genau. Wir haben letztes Mal den Black Knight endlich besiegt und wissen nicht genau, ob er jetzt einzigartig war oder ob es ein normaler Gegner war, denn er hat uns leider nichts gedroppt. Vielleicht hatten wir auch einfach nur Pech und haben danach einen Zauberermeister-Lehrer gefunden. Mal gucken, wie sich das auswirken wird auf unsere Hauptbasis. Und jetzt erkunden wir weiter hier noch im Pfad der Opferung, beziehungsweise hier im Sumpf, was noch das Areal für uns bereithält. Und ja, dann mal gucken, was hier noch so alles auf uns wartet, auf uns lauert. Hier ist ein Gegenstand. Blaues Käferkügelchen. Aha. Was ist denn das? Irgendwas mit Mana, glaube ich, wa? Das sieht mir so bläulich aus. Steffelin, die Feuerschadensminderung? Na, dann nehmen wir... Achso, da war's doch. Magieschadensminderung, ah ja. Medizinische Kügelchen, das aus der Stoßen Insekten hergestellt wird. Die blaue Variante stärkt vorübergehend Magieschadensminderung. Da das Nordwindtal von Mondkäfern befallen ist, sind die Zutaten für diese Medizin, die von den Sklaven aus Irithyll hergestellt wird, jederzeit in greifbarer Nähe. Sklaven aus... Könnte man uns ja mal ein paar mehr von geben. Sklaven aus Irithyll. So, jetzt hier runter oder gehe ich wieder an außen rum? Hey! Also das müsste der Gang sein, von dem du dann auch davor da drüben reinkommst. Ja. Ui, zwei Magier sogar. Au, fuck. Okay, vorsichtig sein. Ihre Magie tut mehr Power als unsere. Ich soll doch lieber in den gleichen Lager gehen, glaube ich. Ist jemand was unter mir? Treffer. Du gerade auf gut Glück gedroppt? Ja, das hat funktioniert. Also so langsam fühle ich mich bedroht. Wenn ich schon Spielzeit und Bosse nicht gewinnen kann, dann möchte ich doch zumindest weiter in der Drop- und YOLO-Run-Meister sein. YOLO-Run darfst du weiter sein. Und Sprungexperte bin ich immer noch. Genau, und Sprungexperte bist du immer noch. Das werde ich auch niemals können. Das war kein Backstep. Au. Also auch wenn er nicht geklappt hat, muss man ihn lassen, das war ein Hinterhalt mit Potenzial. Das stimmt. Verreck! Das war aufregend. Meine Fresse. Was haben wir hier noch Schönes? Ist in diesem Buch vielleicht ein Geheimgang? Hinter diesem vielleicht? Oder ist hier ein Geheimgang? Ich glaube, wir werden niemals einen Geheimgang finden. Ah ja, okay, das war der Gang. Ja. Okay, so rum. Also der gute Skininski hat uns ja gesagt, dass wir bei der Hohen Mauer auf jeden Fall schon einen verpasst haben. Bei der Hohen Mauer haben wir schon einen verpasst? Ja. Mist. Also es gibt sie. So, hier stand dann vorhin der Typ, das ist dann, wo wir herkommen. Ach, okay, das war das Ding. Dann heißt es also hier lang. Mhm. Noch mehr so einer komischen Kreuze. Oder Halbmond. Halbmondkreuze. Halbmondkreuze. Okay. Ist ja ein Boss. Ich weiß es nicht. Das wirkt gerade so bossig. Na dann rein. Ach, scheiße. Hallo? Nee. Doch. Doch. Kristallweiser. Oh, scheiße. Magier. Geht deine Magie durch Säulen durch? Oh, fuck. Oh. Okay, okay. Okay, Säule hält Magie ab. Okay, Säule hält Magie ab. Was kannst du noch so alles? Okay, du schießt einmal so langsame Kristalle. Du machst eine Kristallspur. Und schießt du kleine Kristalle. Ja, die langsamen Kristalle machen die Kristallspur. Nee, guck mal, jetzt machst du eine Kristallspur. Da. Das ist so ein Laserstrahl auf dem Boden. Ah ja. Okay, und dann macht sie immer wieder das. Ist gerade schön, dass im Boss. Wow! Okay, sie kann wenn sie eine Kugel nach oben macht, dann feuert sie so aus dem Himmel heraus. Verfolgen. Oh, man kann die Magie. Oh! Nee, okay, wegteleportieren. Wow! Wo ist er? Da ist er.
Okay. Ja. Wo ist er? Da. Shit. Oh, fuck! Sie kann mit einem Schwert zu schlagen. Sie schlägt mir ein Schwert zu. Oh, Mann! Ach, okay. Ja, Schläge. Oh, fuck! Oh, das tat weh! Das tat weh! Das tut weh! Cooler Move. Ja, nee, nicht cool. So, es gibt ja Leute, die haben sich beschwert, dass die Musik gar nicht so cool ist, sondern eigentlich einfach nur immer epischer, Mann! epischer Chor. Hier hört ihr mal was anderes. Ja. Kann Eko nicht doch die Magie abbrechen? Ich habe keine erste Flakons mehr. Na toll. Und ich habe nicht mal die Hälfte abgezogen. Scheiße. Wo ist er? Da. Was? Die ist schon wieder weg. Nein! Oh. Was? Moment, sind Meere? Scheiße! Oh, es sind Doppelgänger! Fuck! Holy! Okay, es sind Doppelgänger. Die blaue Magie verschießen, sind Doppelgänger. Die lila Magie weiter verschießt, ist das Original. Alles klar. Shit. Oh Mann. Okay, in dem Gang, den wir noch nicht erkundet hatten, ist ein Boss. Ja, gut, dass du da bist. Ich habe das wirklich völlig vergessen. Also ich glaube, ich werde mal zu dem anderen Leuchtfeuer gehen. Nochmal das andere. Hier, Walter Kreuzigung ist direkt davor. Stimmt. Oh, da kannst du wieder als YOLO-Run-Experte. Ja, ob das mit Zauberern so gut klappt, weiß man nicht. Aber es wäre ein Versuch wert. Okay, da ist ein Boss. Am Anfang dachte ich so, okay, die wirken machbar. Ja. Aber dann hat es auf einmal etwas Schweres gepackt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das habe ich jedes Mal erwischt. Und jetzt zum Ende kann sie sich vervielfältigen. So, da lang. Sind wir jetzt auch schon an den gebunden oder musst du mich mal ransetzen? Ach so. Das weiß ich nicht. Jetzt gehen wir nochmal ran. So. Okay. Da. So, und dann hier rechts. Rechts. Da drüben ist die Treppe, die nach oben führt. Ich glaube, Kingler lässt dich, wenn du hier außen lang gehst, in Ruhe. Links. Rechts. Da die Treppe. So. Achso, dann geh doch einfach den Gang da entlang, wo unser neuer Zaubermeister ist. Dann kannst du von oben einfach runter gehen. Also muss eigentlich jetzt nur hier vorbei. Da kommt der Magier von oben noch. So. Wo lang muss ich? Ah, ach ja. Zack. Erledigt. So, jetzt müsste. Erstmal hier lang, ne? Nee. Da lang. Da lang. Und hier. Den Weg, genau. Überall schmurbelt und grummelt es. Hm. Hallo. Und hier halt würde ich jetzt einfach sagen, geradeaus. Das war. Na. Ah. Nicht runter. Nicht runter. Oh, Scheiße. Oh. Nein. Ja. Du kannst nicht raus. Fuck. Ah. Und tot. Nee, doch. Oh, Scheiße. Okay, Problem. Problem. Was? Ja, versuchen wegzukommen. Ich konnte mich jetzt ja null heilen. Okay, das Gut. war ungünstig. Mein Gefühl bestätigt sich immer weiter. Ich werde mit 10 Stunden Rückstand und mit 0 Bossen dieses Spiel verlieren. Nein, du wirst nur deine Zeit haben. Das war jetzt einfach. Ja, ich habe geschnitten bis jetzt bis Folge 22 und da liegst du 1,5 Stunden vorne. Seitdem hatte ich keine Session, wo ich lang am Stück gespielt habe. Das, wo ich lang am Stück gespielt habe, war nämlich schon.
Okay. Und du liegst trotzdem anderthalb Stunden vorne. Das war jetzt auch wieder brillant gerade. Ja, das war wirklich Pech einfach. So, jetzt mach ich mal den YOLO Run. Ist der weg? Oh, ist das scheiße. Ja, das war jetzt wirklich Pech. Also, da leider runtergerutscht. Ja, das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man da runterrutschen kann. Ansonsten einfach hier runter. Ja, es klappt, glaube ich, ganz gut. Daneben. Ja. Ach, hier stehst du. Oh, 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 oh. Okay. Hallo, Kristallweiser, da sind wir wieder. Einmal all deine Zauber abfeuern, bitte. Oh! Hat er gemacht. Das ist eine Mistschlampe. Und später kommen aus den Kristallen dann halt die Illusionen raus. Was? Ach, sie wollte jetzt einfach. Ah, okay. Nee, doch, verfolgt doch. Wahrscheinlich aus den Kristallen kommen die Doppelgänger raus, ja. Kannst du die zerschlagen? Ja. Kannst du einfach durchlaufen, die machen mich wieder Schaden. Huch! Schon wieder dick. Ach, sie ist schon wieder im Reich, oder was? Ich sehe jetzt gerade, wie viel Leben sie noch hat. Oh ja, die Musik ändert sich. Da kommen die Doppelgänger. Okay, hat nichts mit den Kristallen zu tun. Nix! Erst die Doppelgänger töten. Au, au! Da kommen die Kristalle aus der Ecke geschossen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Ich warte auf euch. Nein! Roll. Nein! Ich hing an der Wand fest und ich bin tot. Ei. Kerzenhalter des Gelehrten. Alles klar. Das dient als Wegweiser und Werkzeug der Selbstgeißelung. Schlecht. Was wie ist machbar? Vor allem, ich habe ja schon Erfahrung mit Zauberinnen, die Doppelgänge erschaffen können. Bei Bloodborne habe ich ja auch gegen die Königin von... Den Namen habe ich vergessen. Janam. Die Königin von Janam besiegt. Und die war ja genauso. Die hat ja auch erst mit so einer Blutmagie gekämpft. Gut, die kämpft mit Kristallmagie. Und danach hat sie ja dann sich vervielfältigt und jeder ihrer Doppelgänge hat jeweils die Magie gewirkt. Diesmal bin ich nicht so dumm. Ich lauf diesmal die Treppe runter. Gut, mach das. Warte! Ich wünsche dir viel Spaß. Warte, ich wollte jetzt die Treppe unternehmen, dann ging ich... Warte! Oh. Nächstes Mal wieder die Treppe nicht nehmen. So. So, ins rechts. Vorsichtig und... Ja, geschafft. So hoffen, dass die Magier ganz lieb sind. Rechts. Hä? Das ist Eingang. So. Du so knapp. Run. Run. Das war ein größerer Seelenspeer. So. Aber nicht so groß wie die von dieser Dame da. Hallo. Sieht schon sehr cool aus. Zuschlag. So, okay. So, da ist er. Die Säule, hinter die Säule.
Oh, das ist gemein. Jetzt schießt es ab. 1, 2, 3, 5. Angriff. Uah. Also wir zocken auch echt gut Leben ab. Wo geht's eigentlich hier hoch? Das interessiert mich schon die ganze Zeit. Eine Frage. Vielleicht ist da dann ein geheimer Weg oder geht's weiter? Bam, 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 bam! So, jetzt dürfte... Ja, müssen wir kurz warten, die Musik. Ne, noch ist er alleine. Okay. Komm, das jetzt aber. Ah! Jetzt ist er. Lass mich! Jetzt ist er. Ah, das ist das Original, natürlich. Nein, das ist ein Doppelgänger-Gefühl. Oh. 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 Da vor dir das Original. Oh. So. Hui! Oh Gott. So. So, das war ein Doppelgänger. Ah! Ah! Oh! Nein! Oh, ich wollte da nicht mehr rausholen. Oh! Heilige Scheiße, war das so? Bam, 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 bam. Oh, komm schon. Alter, das klappt. Ah! Hi. Scheiße. So, meins. Oh, ist das Original, oder? Nein? Nee, das ist das Original! Hä? Was? Oh, das ist vielleicht nochmal neu gemacht. Okay. Kommt jetzt noch eine Phase? Wahrscheinlich. Hallöchen! Mein Doppelgänger? Oh, ja. Doppelgänger? Ja! Oh. Oh. Eieieiei. Oh Gott! Oh! Hi! Die Säule! Der schickt das an den Himmel, sie schickt vom Himmel! Komm, mach jetzt die Scheiße! Oh, nein, 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 nein! Nein! Komm! Nicht! Ja! Oh! Ah, keine Ausdauer! Scheiße! Oh, Alter! Oh, 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 oh! Oh! Da hat er! Sehr gut! 3 zu 1! Hä? Seele eines eines Kristallweisen? Gibt's doch von mir? Glut wiederhergestellt! Ey, es steht 3 zu 1! Grautons erster Bosskill! Mit dem Mut der Verzweiflung. Alter, aber es war mehr als einmal verdammt knapp. Die Seele eines Kristallweisen, einer verdrehten Seele und von Stärke erfüllt. Nutzung für die Seelzörner. Die beiden Kristallweisen dienten den Gelehrten des großen Archivs als spirituelle Berater, bis sich einer von ihnen der untoten Legion anschloss. Ja. Also wohl gibt der es, hier. Ja, also gibt es wohl noch einen zweiten Kristallweisen. Ja, aber das muss ja nicht sein, dass der feindlich gesinnt ist. Na, oder aber, dass es überhaupt ein Boss ist, sondern als normaler Gegner auftaucht. Ja. Kann ja genauso gut sein. Macht der Darkseid auch gerne. So, dann reise ich jetzt einmal schnell zurück und hole uns schon mal vielleicht ein Level und hier Purple Blossoms. Genau. Dann haben wir die schon mal. Wenn es gebimmelt hat, gleich bimmelt's. In 40 Sekunden. So. Oh, hey, 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 hey. Wir haben jetzt gesagt, wir machen ja jetzt immer 2 Punkte in Stärke rein, ne? Ja. Und jedes Mal in Belastbarkeit, dafür lassen wir Glück weg. Genau. So. Welcome home, Ashen One. Speak Hallo. Line. Ja, ja. Very well, then take a nap. Stärke? Ende. Oh. Okay. Oh, der hat aber verdammt wenig Seelen gegeben dann. 5000, glaube ich. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony.
Achso. Sir, Sie haben ein Schwert im Hals stecken. Wissen Sie das? Alles klar. Dann ist ja gut. So, wie viel kostet denn so ein... Wir können Glut abgeben. So, Gegenstand kaufen. Da sind sie. 500. Und sie hat nur 6 Stück davon. Okay. Schön. Das ist schön. Schön, schön. Na gut, schön, wir gehen ja erstmal noch. So. Ich kann auch Sachen verkaufen hier. Hallo, Schmied. Ah, well met. Just to see you in good health. Ist auch gut, dich zu sehen. Wir haben etwas für dich. Kohle hergeben. Oh, my. This coal is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. Aber ist das Flockfonds? Flockfonds verstärken? Nee. Können wir mal Waffe durchwirken? Einfach mal gucken, wie viel kostet es und haben wir überhaupt Möglichkeiten dafür zur Zeit? So, ich kann jetzt ja hier nur mal als Beispiel den Kettenbrecher, den könnten wir jetzt machen. Zum schweren Kettenbrecher, dadurch skaliert er offenbar besser mit Stärke. Mhm. Wird aber etwas schwächer, aber nur minimal. Mhm. Zum scharfen, dadurch skaliert er besser mit Geschick. Zum gealterten. Dadurch wird er sowohl in Stärke als auch in Geschick besser. Wir gucken nochmal bei den Edelsteinen. Okay, da steht ja, was sie machen. Ja. Nee. Da. Hier. So, die Danitschuppe war seelengewandelte Waffen. Genau, so da. Schwere Waffen. Schwere, mal gucken. Ein Krieger weiß eine schwere Waffe zu schätzen, da sie effektiv mit der Stärke skaliert. Ja, genau. Gealterte Waffen sind schwer zu führen und skalieren effektiv mit Stärke und Geschicklichkeit. Krude Waffen lassen sich gut schwingen und haben einen höheren Angriffswert, verlieren aber skalierende Effekte. Ja, genau. Kristallwaffen verursachen Magieschaden und skalieren effektiv mit der Intelligenz. Feurige Waffen verursachen Feuerschaden, verlieren aber skalierende Effekte. Hat den Vorteil, die Wirkung der Durchwirkung umzukehren, ohne die Verstärkungsstufe zu reduzieren. Genau. Okay, brauchen wir jetzt im Moment noch nicht, oder? Ist ja die Frage, wollen wir... wir können ja unser schönes Schwert, was wir gerade in der Hand halten, können wir nicht upgraden. Nee. Ne? Dafür brauchen wir Twinkling Titanite, was wir leider nicht haben. Suchen wir unseren Magiermeister. Tut da unten hockt er, oder rechts? Da rechts hockt hier jemand. Rechts, da. Ist das er, oder wer ist das? Oh, you're back then. Wer bist du? Again. Das ist er. Ach, das ist er doch. I'm Obeck of Vinhal. Snape. Ja, ich wollte gerade sagen. Dann Lehre und Zauberei, auch wenn wir keine Zauberei nutzen. The ideal sorcerer bears the twin faces of the dragon. You could at least act if you're paying attention. Wir hören dir zu. It is folly to claim lives recklessly, friend. Do not be tempted. No matter the victim's stature, every killing has a consequence. Even as I bloodied my hands, I never realized this simple truth. There I was, the very definition of a fool. I don't mean to seem overbearing, but have you forgotten? In exchange for my sorceries, you are to bring me knowledge. Ja, du sollst gerade angekommen. Detailing the secrets of sorcery. I hope you're not one to break a promise. Das gefällt mir echt nicht. Ja. Zauberei. Mal gucken, was hat er denn so? Seelenfall, großer Seelenfall, schwerer Seelenfall. Pharons Stachel. Zauberschild, Zauberwaffe, Pharons Blitzschwert. Seelengroßschwert. Auristischer Köder. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass ihr nicht Magier gewählt habt. Komm gern. Das sind wirklich die ganz klassischen und ich glaube, das ist relativ langweilig, wirklich. Ach, unser Pyrolehrer. Ach, wir haben doch was für dich. Unkindled One. Ja. Pleased to have a pupil as dedicated ja. As ja, ganz toll. Pyrotiefolianten. Da, bitte. Yes, here we are. It's been long indeed. Entschuldigung. Teach you more sophisticated pyromancies. Schön. Splendid.
I can boast I am your tutor a little longer. Du bist nicht der Einzige, dahinter, der direkt vor dir auch. Explodierender Feuerball, schleudert einen explodierenden Feuerball. Oh, da brauchen wir 8 Intelligenz. Hm. Feuerflut, große Feuerflut. Oh! Das könnten wir noch. Das könnten wir noch. Und mit unserem Ring können wir sogar 2 Zauber mitnehmen. Oh, warte mal, Blitzschweiß, was ist denn das nochmal? Ach, Feuerschaden war es. Und das daneben? Jetzt soll ich ein Gift nehmen, das ist da ganz rechts. Erhöht vorübergehend alle Resistenzen. Hm. Dann könnten wir theoretisch, wenn wir diesen einen Ring anlegen, mit dem wir einen zweiten Zauber mitnehmen können, das mit diesen starken Schwitzen, dann würden wir unsere Resistenzen erhöhen, zum Beispiel Bosskämpfe oder sowas, und den fetten Feuerball mitnehmen. Hast du irgendwas Neues zu sagen? Oh, Champion of Ash, welcome back. Das ist schön, Champion of Ash. Do you wish to hear a tale? Gerne, erzähl uns was, sprechen. No, in my home of Kareem, I was a nun. Mhm. I would be pleased to share the tale. Das kann ich honest, but if I had a divine token. Ja, ja, ich will nicht erzählen für das Augenblick. Ja, das war das, was ein bisschen schade war. Man gibt ihr welche und dann, sagt sie nichts Neues, obwohl sie so sagt, ich erzähle euch Geschichten. Das sind an der Stelle, wo unser Typi war, der uns genau, gelevelt hat. Genau, da wollte ich eigentlich hin, weil ich nämlich wissen will, ob die jetzt darauf reagiert, die Londor-Frau. Hier ist jetzt eigentlich unser Räuber. Ah, die ist wieder da! Oh, hello. You've come at a good time. Ah. It took some prowling, but I finally made a score. Und bis jetzt war noch kein NPC sauer, also anscheinend hat er nichts von mir geklaut. Was hast du denn so Gegenstand kaufen? Dreimal Verblutungsmaßnahme, Panzerbrecher, Kurzbau. Glief. Kriegshacke. Priesterglocke, Langspitzschild, Lederrüstung, Ritterrüstung. Assassinen, Ritter. Assassinenhose. Oh, man kann göttlichen Segen bei den kaufen. Und jede Menge Loot. Geh mal auf den Schlüsselgegenstand mal zum Sortieren. Nicht, dass jetzt gerade was übersehen. Nee, okay, hat er nichts. Also alle möglichen Waffen irgendwie. Was ist das für ein Schild? Runter, runter. Oh, 2-Händer ist auch wohl. Ach, ein Faustschild, okay. Hm. 2-Händer, 19 Stärke. Oh, Priesterin. Tun nette Sachen, ne? Ja. So. Okay, können wir gerade noch nichts mit anfangen. Hallo, sprechen wir mit ihm. Oh, this place is a... Oh, hello. You can keep the ring. As... Ach so. Okay. So, jetzt gucken wir schnell bei der drüben noch vorbei und dann müssen wir die Feuerbaum mal beenden, denn das geht schon ganz schön lange. So, der Typ liegt immer noch tot da. Ach, Jüel. Danke für die ganzen Levels, auch wenn wir jetzt anscheinend Hollowed sind oder irgendwie so. Speak, I desire, honorable Lord. Oh, I'm afraid I must say, Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. Uh-huh. He proclaimeth himself Lord of Hollows. If left alone, he may one day imperil thy rule. Was? Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Was? Decisiveness is the mark of a true monarch. Das hatte ich nämlich gehofft, dass sie dazu was sagt. Achso, weil London und Windheim sich ja nicht mögen, ne? Ja, okay. Achso, weil sie ist ja sonst immer diejenige, die uns Zauberei beibringen kann, ne? Ja. Aber wir haben halt gelernt, dass in London ist die verbotene Magie. Ja. Und er lehrt eigentlich die... Also lassen wir ihn noch am Leben? Ich weiß es nicht, aber einer von den beiden ist böse. Er wäre der offensichtlichere Kandidat. Naja, ich meine, gut, sie kam ja einfach nur dazu, als der Typ, der uns die ganze Zeit geholfen hat, verstorben ist. Oh. Das war gerade eine schöne Gestik direkt vor ihr. Ja. Okay. Ja, wir überlegen uns das zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, wir, ne, wir lassen es doch ruhig und dann vielleicht mal gucken. Ja, also wenn am Ende alle unsere NPCs tot sind, wissen wir warum? Ich glaube nicht, dass er jetzt gerade alle töten will. Also wenn, dann glaube ich, dann eher sie. Aber sie ist cool. Ja, das stimmt eher wohl. Ja, nicht so. Das stimmt wohl. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Gott. Neues Ramen. Ciao. Ciao.